freely tonight. Do you agree? Yeah? And we have our own Paul Stanley, Alan Sandoval! My name is Ty Ström. And as they say, if life is a radio, turn up to a 10. Crazy night. Okay, we're gonna play some more for you, because we have to leave soon. But this next song is called Think Twice. And when Thomas starts playing the drums, show them the drums. When he starts playing the drums, everybody needs to scream like girls, like this. Ah! I think maybe they're screaming louder than you, on the people listening on the radio. One more time. Ah! Perfect. Pay close attention to Thomas. When he starts playing, you start screaming, and this will be a lovely night. Thanks so much for coming and seeing us. Thank you, thank you, thank you. This is Think Twice. Ja, so geht das hier. Wird uns doch tatsächlich der Saft abgedreht, weil es nämlich jetzt 1 Uhr ist und insofern konnten Sascha und ich, Sascha, du kannst gerne auch nochmal ins Mikrofon und dich selbst nochmal verabschieden, nachdem ich das ja gerade gemacht habe. Wir spielen nämlich die Musik hier aus dem Computer, muss man dazu sagen, und wenn es dann 1 Uhr ist, was jetzt gerade geworden ist, dann sagt der Computer, nee, Feierabend. Ich bin digital und digital ist besser als du und deswegen mache ich jetzt hier Feierabend. Aber weil Domian erst 1:20 nach 1 Uhr anfängt, haben wir natürlich jetzt die Arschkarte gezogen. 1:52 höre ich gerade aus dem Hintergrund, aber ich finde es großartig, dass uns beiden das hier gelingt, diese restlichen, gut 35 Sekunden noch zu überbrücken. Oder hörte ich gerade aus der Technik 2:50? Nee, 52 hörte ich. 1:52 schon richtig. Sonst holen wir Ralph Myers, nee, den können wir nicht mehr ranholen, dass der uns auch so Geschichten erzählt. Ich fand das schön, wie er das moderiert hat. So, sagt mir alle mal eure Namen. Auf jeden Fall, vor allem fand ich es fast perfekt, dass er fast bis 1 Uhr geredet hat, ohne dass wir eine Sekunde Musik gehört haben. Und dann sagt der Computer immer, wir haben jetzt so viel gelabert, jetzt mache ich hier Feierabend. Tja. Und ich würde sagen, wir beiden machen jetzt auch Feierabend. Wir freuen uns, dass wir irgendwann mal die Bands hier, die wir heute gehört haben, im Kultkomplex-Spezial live in Deutschland sehen werden. Zum Beispiel beim Haldern Festival, das glaube ich wieder immer im Juni stattfindet. Und 1 Live ist garantiert auch mit dabei. So, das war's von uns. Macht's gut. Ciao. 1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche, zu einer neuen Talk-Woche. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, diese Woche und auch natürlich heute, dann müsst ihr euch einfach nur melden. Melden über das Telefon 0800 220 5050, melden über E-Mail domian@wdr.de, und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben, super wichtig. Und mailt bitte kurz, keine langen Romane, umso schneller können wir euch dann auch hier bearbeiten, oder Fax ganz einfach unter 0800 220 50 51. So, jetzt wollen wir es aber nicht verlabern hier, sondern direkt zur Sache gehen mit Thomas. Und Thomas ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi, guten Morgen, Domian. Hallo, Thomas. Schön, dass es geklappt hat. Ja. Jo, bin ein bisschen aufgeregt. Ja, aber um was geht's denn? Also, ich muss vielleicht etwas ausholen. Und zwar habe ich vor circa 4 Monaten ein Mädchen via Internet kennengelernt. Ja. Und wir verstehen uns recht gut und sind jetzt schon mittlerweile 3 Monate zusammen. Ja. Das Problem ist, sie wohnt halt so ungefähr 600 Kilometer entfernt. Ist nicht gut. Ne? Ist nicht gut. Ja, ist ein bisschen weit, ja. Aber wir haben uns gesagt, dort, das schaffen wir auch noch. Und ja, gut. Sie macht zurzeit eine Ausbildung. Ich bin noch auf der Suche, möchte dieses Jahr im August dann anfangen. Und meine Mutter hat es natürlich viel lieber, wenn ich halt hier in der Gegend was machen würde. Allerdings habe ich mir fest in den Kopf gesetzt, zu ihr nach oben zu ziehen, auch wenn wir uns erst seit kurzem kennen.
Also, ich höre schon, da hängt ein Konflikt in der Luft. Die Mama oder die neue Freundin? Entschieden habe ich mich sowieso schon. Für die Richtung der neuen Freundin? Genau. Ja. Ich hatte meine Mutter auch schon oft genug, ich möchte nicht im Streit hier wegziehen. Mhm. Und habe meine Mutter auch schon oft genug gesagt. Ich meine, ich bin ja immerhin schon 23 Jahre. Ja. Wo liegt denn das aktuelle Problem jetzt im Moment? Ja, sie versucht mich halt irgendwie mit allen Mitteln zu halten. Die Mutter. Ja, genau. Mhm. Und Was heißt denn mit allen Mitteln? Ja, sie sagt halt, wenn ich halt hochziehen würde, dann würde sie mich nicht mehr unterstützen in irgendeiner Form, also finanziell und so. Bist du denn finanziell von ihr abhängig? Also es wäre halt schon gut, wenn das halt noch was von meinen Eltern dann rüberkommt. Ja. Was sagt denn dein Vater? Ja, mein Vater ist da ganz anderer Meinung. Der ist anderer Meinung. Der sagt, lass den Jungen gehen. Ist sein Ding. Ganz genau. Bist du denn das einzige Kind? Ich habe noch einen 10 Jahre jüngeren Bruder. Ach so. Umso seltsamer, dass die Mama dich so klammert. Sie hat ja noch einen zum Versorgen. Also zum Betutteln. Also, ich denke mal, sie kann mich auch nicht loslassen. Ist das denn so richtig ernst, dass sie ihr richtig streitet und dass sie richtig sickig wird auf dich oder schon ist? Also sie macht ja so, sie kriegt irgendwie schon Weinkrämpfe, ja. Mhm. Und bildet sich natürlich dann auch so Sachen ein wie, ich kriege Kopfschmerzen oder Herzflattern und dann kommen die natürlich dann auch. Mhm. Und dann hat er auch gemeint, wenn ihm was zustößen würde, würde sie mich für verantwortlich machen. Moment mal, das hat die schon gesagt? Die hat gesagt, wenn ihr was zustoßen würde, also von wegen Herzflattern und so weiter, dann würde sie dich verantwortlich machen, weil du sie so in den Kummer treibst quasi jetzt. Genau. Das ist aber heftig, du. Das ist heftig und gemein von deiner Mutter. Das ist ziemlich krass, Das ist sehr schlimm, finde ich sogar, von deiner Mutter. Ja, und die soll auch dich verdammt nochmal in Ruhe lassen. Du bist ein 23-jähriger junger Mann, ja. Du kannst doch deine eigene Sache machen. Und wenn du mal eine Weile von zu Hause weg ist, ist doch in Ordnung. Ist völlig in Ordnung, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Das ist eine Erpressung, was sie da mit dir macht. Das macht sie ständig. Und darauf habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust mehr. Mhm. Ja, dann zieh dein Ding durch. Ja, und sie hat halt auch gemeint, dann wäre ich für sie gestorben, wenn ich dann hinziehen würde. Noch schlimmer, noch gemeiner von ihr. Ja. Was ist denn das für eine Mutter? Die sagt, du bist gestorben für mich, mein Sohn, wenn du 500 oder 600 Kilometer weiter wegziehst. Also. Und ich würde die Familie dann im Stich lassen. Ich würde keinen Wert mehr auf unsere Familie legen. Auch absurd. Du lässt doch die Familie nicht im Stich. Du wirst doch Kontakt weiter zu deinen Eltern, zu deinem Geschwister, zu deinem Bruder haben. Aber mit Sicherheit. Ja. Also, das ist richtig Psychokrieg im Moment, in dem du dich da befindest, ne? Das heißt, du wirst zugetrommelt von ihr, ne? Das ist wohl wahr. Und meine Freundin war ja auch kürzlich über Silvester bei uns gewesen. Mhm. Und meine Mutter hat sich halt schon ein bisschen distanziert und so. Ja klar, sie ist wahrscheinlich das Objekt des Hasses, weil sie dich da wegzieht, ne, von der Familie. Genau. Ja, und sie hat halt auch gemeint, meine Freundin hätte mich hätte mit mir eine Gehirnwäsche unterzogen. Ja, ja, ist klar. Ja. Nur fragt sich, wer die Gehirnwäsche im Moment versucht zu unterziehen, ne? Nämlich deine Mutter bei dir, indem sie wirklich die perfidesten Tricks anwendet. Von wegen, dass sie dir die Schuld geben würde, wenn ihr was passieren würde und dass die Familie gestorben ist und weiß ich was. Alles. Nee, Thomas, keine Diskussion. Gar nichts. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das beibringen soll. Nein, ich glaube, das ist jetzt hat jetzt ein Maß erreicht, wo du einfach nur noch es tun kannst. Du musst wegziehen. Für wann ist das geplant? Ja, also schon vor Juli diesen Jahres. Ja, ja. Ist ja noch eine Weile hin. Das heißt, da liegen noch ein paar nervige Monate vor dir. Ja gut, es kann natürlich auch sein, dass ich schon vorher hochziehe, keine Ahnung. Mhm. Dann ziehe ich halt schon zu meiner Freundin und teilen wir uns eine Wohnung. Also versuche nochmal wirklich mit ganz ernsten und klaren Worten mit deiner Mutter zu reden, wenn es überhaupt noch möglich ist, dass du dich nach wie vor natürlich um die Familie kümmerst, dass dir die Familie wichtig ist. Habe ich es ja auch verstanden. Ne? Mhm. Ist doch auch. So, aber dass du gerne deinen eigenen Weg gehen möchtest. Und selbst wenn es ein Fehler wäre, dann musst du halt diesen Fehler selbst als Fehler erkennen. Das habe ich ja auch erzählt. Ja, genau so ist es. Ja, also, lass dich da nicht einschüchtern, lass dich nicht erpressen. Das ist Erpressung, was sie macht, finde ich. Das ist eine ziemlich
dieselbe Art von Erpressung. So genau sehe ich es auch. Thomas, in diesem Sinne, zieh dahin, wo du hinziehen möchtest. Danke, dass ich nochmal mit dir sprechen durfte. Alles Gute, Thomas. Dir auch. Tschüss. Ein Autogramm? Ja, da musst du auflegen, da rufen wir dich nochmal an wegen der Adresse. Alles klar. Tschüss. Ciao. Wer ist der nervigste Deutsche? Habt ihr das gesehen heute Abend? Na, wer wohl? Herr Kübelböck ist der nervigste Deutsche. Und nach Untersuchungen von Pro7, zweiter Platz ist belegt worden von wem? Na, von wem wohl? Von Dieter Bohlen. Und der dritte Platz hat mich ein bisschen gewundert. Jeanette Biedermann. Wie kommt das? Rufen da die Frauen an, die so ein bisschen neidisch sind, dass die Jeanette so eine sexy Puppe ist? Oder liegt es daran, dass sie irgendwie unsympathisch wirkt? Ich weiß es nicht. Es hat mich ein bisschen erstaunt. Also können wir auch drüber reden, wenn ihr wollt. Jetzt haben wir Melanie hier. Melanie ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Melanie. Ja, Dein Thema. Sexprobleme mit meinem Freund. In welcher Beziehung, in welcher Richtung? Ja, also das ist so, wir sind jetzt seit 3 Jahren zusammen. Ja. Und also er ist der Meinung, dass er Sex nur dann braucht zum Fortpflanzen. Also er, ich kann machen... Sagt dein Freund? Dein Freund sagt, Sex ist nur zum Fortpflanzen, ne? Ja, genau. Ungewöhnliche Haltung für einen Mann. Ja, ich finde es auch irgendwie sehr seltsam. Also der. Oder will er sich ständig fortpflanzen? Doch, er sagt ja, doch, wir wünschen uns ja sogar ein Kind. Das ist ja auch noch, aber das ist wieder eine andere Sache. Aber, Also ich habe es jetzt so verstanden, dass er nicht oft Sex genau, so, genau, das ist richtig. Also der einmal im Monat, wenn ich Glück habe, zweimal und dann muss ich halt auch richtig betteln. Und dann habe ich teilweise das Gefühl, er macht das nur, um mir einen Gefallen zu tun. Aha. Also es ist ganz seltsam. Oralsex zum Beispiel macht er gar nicht. Er sagt, er findet das ekelhaft. Ekelhaft, sagt er? Ja. Er sagt, das ist eklig. Also er findet das... Ich weiß nicht, er macht es einfach nicht. Lässt er sich denn von dir oral bedienen? Ja, das schon. Das schon, naja. Das macht er, aber ich kriege nichts. War er von Anfang an so drauf? Ja, also als ich ihn kennengelernt habe, er ist ein sehr zurückgezogener Mensch. Der redet nicht viel, ist ein ganz ruhiger. Und, ja. Aber die Sexprobleme waren auch von Anfang an. Und ich bin ihm halt eine knappe Woche, nachdem wir zusammen waren, auch fremdgegangen. Weil da fing dann einen knappen Monat so. Ja. Also weil das fing recht früh schon an mit diesen, dass wir die Probleme haben. Ich wollte sagen, nach einem Monat Beziehung schon fremdgehen ist kein gutes Zeichen. Ja, nee, das war halt das Problem. Ich bin von der einen Beziehung in die andere und war mir bei ihm damals halt nicht sicher, ob das jetzt so das Richtige ist. Okay. Bist du denn seitdem nochmal fremdgegangen? Ein knappes halbes Jahr später, ja. Und wie viel Mal insgesamt bis heute? Ehrlich? Wir wollen die Zahlen, wir wollen, wie viel? Viermal, aber jeweils mit meinem Ex-Freund halt. Achso. Weiß dein Freund davon? Das habe ich ihm direkt gesagt am nächsten Tag. Oh, und er? Also er hat geweint und ich habe ihm auch versucht zu erklären, warum und wieso. Und er hat mir das direkt verziehen und hat auch nicht gemeckert, gar nichts. Er hat sich eigentlich ganz neutral dazu verhalten. Aha. Was ist denn mit dem los? Ich weiß es nicht. Aber ihr wollt jetzt auch ein Kind haben? Ja. Aber dann müsste man doch denken, müsste er bei richtig jetzt ran, damit zumindest das dann auch was wird, wo er doch sagt, der Sex ist nur zur Fortpflanzung da. Das ist ja das größte Problem, was wir haben. Wir haben nur 3 Jahre Zeit, überhaupt ein Kind zu kriegen. Was heißt das? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Wir haben vor 2 Jahren schon mal gesprochen. Ich bin die immer aus dem Krankenhaus abgehauen ist mit der Herzoperation. Ja, allerdings werde ich mich erinnern. Ist das 3 Jahre schon her? Ja. Das ist ja unglaublich. Das ist jetzt 1 Jahr her mit der OP. Ja. Aber vor 2 Jahren haben wir gesprochen. Ja. Ja, genau. Ja, das wundert mich jetzt, ja. Mhm. Genau, und aus dem Grund habe ich jetzt halt auch das Problem, weil ich ja diese Schweineherzklappe bekommen habe, dass ich halt, die hält nur eine gewisse Zeit und in der Zeit muss ich halt jetzt gucken, dass ich da auch schwanger werde, weil ansonsten ist halt das Problem, dass ich eine andere Klappe kriege und da muss ich Medikamente nehmen und da kann ich dann kein Kind mehr bekommen. Ach so. Genau. Es kommt mir vor, Melanie, als hätten wir gestern geredet und nicht vor 2 Jahren. Das ist ja, ist ja wirklich abgefahren. Ja, also, egal. Das heißt, ihr steht unter Zeitdruck, das muss jetzt passieren. Genau. Was natürlich auch irgendwie blöd ist. Unter Zeitdruck darf man sowas nicht machen. Das ist auch das Problem. Wir versuchen es ja jetzt auch schon länger und es klappt halt nicht. Ich nehme jetzt auch noch Hormone dafür ein. Mhm. Und das ist ja die Sache. Ich mache das mit den ganzen Medikamenten, gehe dann zum Arzt. Der Arzt sagt mir so, heute könnte der Eisprung sein und er will keinen Sex. Mhm. Nein, also ich finde es generell schon schlecht, wenn man das unter Zeitdruck macht. Und ich finde es generell auch schlecht, wenn man es...
wenn man es forciert, weil es irgendwie passieren muss, obwohl die Grundbedingungen gar nicht so richtig stimmen. Und die Grundbedingungen stimmen bei euch ja nicht in eurer Beziehung. Ja, also ansonsten, wir sind bei, also ich bin eigentlich super glücklich und er sagt auch, er ist total glücklich, ist halt nur die Sache mit dem Sex. Ja, gut. Ich stelle mir auch immer wieder die Frage, liebt er mich nicht? Oder ist es vielleicht, vielleicht will er noch gar kein Kind und sagt mir das nicht. Aber wie alt ist er? Er wird jetzt 25. 25. Hast du ihn denn mal die ganz normale Frage gestellt, willst du denn ein Kind? Mehrmals. Also er ist ja sogar mit mir, er läuft mit mir zu den Ärzten. Er schickt mich ja auch hin und sagt, jetzt geh und mach mal. Also selbst wenn er kein Kind würde wollen, so wie du ihn schilderst, glaube ich, würde er sich das gar nicht trauen zu sagen. Ja, das kann gut möglich sein, aber das Sexproblem war ja auch schon da, als wir noch überhaupt nicht über Kinder gesprochen haben. Was macht er denn mit seiner sexuellen Energie? Wo bleibt die? Onaniert er? Weißt du das? Kriegst du das mit? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn mal gefragt, ob er vielleicht öfters sich selbst befriedigt. Mhm. Und sagt er überhaupt nicht. Er wird das nie machen. Also wir wohnen jetzt hier in der Wohnung zum Beispiel ein halbes Jahr und ich habe ihn gefragt und er sagt, er hätte sich hier zum Beispiel noch nicht einmal selbst befriedigt. Ja. Woher kommt denn diese Auffassung, dass er sagt, Sex ist nur zur Fortpflanzung da? Ich weiß es. Kommt er aus einer sehr strengen religiösen Ecke? Oder? Gar nicht. Überhaupt nicht. Also sein Vater zum Beispiel ist sehr locker. Mhm. Und seine Mutter, habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, die ist schon ein bisschen anders da. Aber jetzt auch nicht, dass ich sagen würde, er wäre streng erzogen. Eigentlich gar nicht. Du bist sicher, dass er keine andere Frau hat? Da bin ich mir ganz sicher. Ganz sicher. Weil er ist Tag und Nacht bei mir. Mhm. Bist du dir sicher, dass er heterosexuell ist? Auch, ja. Was macht dich da so sicher? Weil, ein Bekannter von mir, der ist bisexuell. Und er findet, er sagt, da kommt er nicht mit klar. Er findet das ekelhaft, würde er sowas finden. Gut, das heißt ja noch nicht, dass er es nicht selbst auch ist. Viele finden es ekelhaft, die es selbst sind, aus Angst davor, dass sie es werden können, weißt du? Egal, ja. Aber das ist jetzt sind Mutmaßungen. Ich stochere da mal ein bisschen im Nebel. Das ist so seltsam. Das ist ein 25-jähriger junger Mann, der sagt, obwohl er nicht religiös irgendwie motiviert ist, der sagt, Sex ist nur zur Fortpflanzung da. Der mit seiner Freundin ganz selten schläft, der es eklig findet, seine Freundin oral zu befriedigen, da wird man ja schon nachdenklich. Ne? Das ist das Problem. Er ist auch, wie gesagt, von Anfang an war das so. Ich musste ihn ganz langsam heranführen und ich habe ihm zwei Fragen gestellt. Die erste war, kann das sein, dass du Jungfrau warst? Mhm. Und dass er halt nicht weiß, wie er es anfangen soll. Mhm. Und die zweite ist halt, da mache ich mir Gedanken drum, weil er halt auch überhaupt vom Typ her sehr seltsam ist, ein sehr ruhiger Typ und spricht nicht viel. Da habe ich schon gedacht, dass ihm vielleicht in seiner Jugend was passiert ist, in seiner Kindheit. Vielleicht, ja. Aber dann macht, selbst wenn ihr es dann macht, macht es ihm keinen Spaß, so wie du es gerade so angedeutet hast. Er sagt, ihm wird Spaß machen, aber ich habe das Gefühl, dass er nicht so aus sich rauskommt, dass er sich nicht richtig gehen lassen kann. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass er die ganze Zeit, dass er das halt wirklich macht und mir gefallen. Ich glaube, dass da einiges im Argen ist bei deinem Freund. Was es auch immer sein mag, es kann alles möglich sein. Es kann auch ein sexueller Missbrauch sein, dass er deshalb vielleicht mit Sexualität einfach gebremst ist, dass es ihm keinen Spaß macht. Das kann ja auch sein. Das ist ja das, was ich auch schon vermutet habe. Und da habe ich auch versucht, mit ihm drüber zu sprechen und habe ihm auch gesagt, mach doch mal eine Therapie oder lass uns eine Paartherapie machen. Mhm. Aber er sagt, will er nicht. Er sagt, bei ihm wäre alles normal und das wäre ja alles Quatsch und ich würde mir das einbilden. So, jetzt hast du ein Stichwort gesagt, auf das ich auch hinaus wollte. Ich würde an deiner Stelle es forcieren, dass ihr beide, nicht gleich in eine Therapie, das hört sich immer gleich so monumental an, aber dass ihr beide mal ein paar Mal zu einer Paarberatung geht. Mhm. Weil der Grund ist, du bist unzufrieden. Da ist auch noch diese Drucksituation, die das Ganze ja völlig verzerrt. Aber da ist eine Unzufriedenheit und ein Nichtverstehen von deiner Seite aus. Du verstehst ja nicht, was da mit ihm los ist. Nee, ich mach mir ja auch... So, und du bist schon viermal fremdgegangen, was ja auch schon ein Warnhinweis ist, dass du einfach unzufrieden bist. So, dann müsste eigentlich jeder Partner sagen, okay, wir nehmen mal diese Chance und wir versuchen mal, dass wir vielleicht zu dritt irgendwas rauskriegen. Ja. Mach es, versuch es, forciere es. Wenn das nicht mitmacht, geh alleine. Geh alleine. Ich finde die Situation, so wie du sie jetzt geschildert hast, finde ich fast schon ein bisschen bedrückend. Das ist keine Lösung für lange, für noch länger. Nee, ich sitze auch öfters abends zu Hause und bin am Weinen, weil ich mir keinen Rat mehr weiß. Und weil ich mir halt auch Sorgen um die Beziehung mache, weil ich liebe ihn und ich will ihn als Partner nicht verlieren. Ja. Ich sag mir mit dieser Oralgeschichte zum Beispiel, ich bin eine Frau, ich mag das sehr. Ja. Und wenn er das nicht macht, das kann ja auf Dauer nicht gut gehen zwischen uns.
So, jetzt legst du auf und wir übergeben dir gleich noch, das heißt meine Psychologin, die Elke, noch eine Adresse für eine gute Beratungsstelle in deiner Gegend. Ja. Und dann geht ihr dahin und sonst gehst du dahin, okay? Okay. Alles Gute, Melanie. Dann bedanke ich mich bei dir nochmal ganz herzlich und ja, mach weiter so. Okay, tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 5050. Heute haben wir eine freie Themensendung, morgen auch. Und schon mal an dieser Stelle der Hinweis, am Mittwoch sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich bei 1 Live im Radio. Dirk, 30 Jahre alt, guten Morgen. Jo, guten Morgen. Jo. Jo. Der Dirk ist hier. Wie bitte? Ich sag, der Dirk ist hier. Jawohl, ich bin da. Ja. Guten Morgen. Ja. Um was geht's denn? Jo, und zwar fühle ich mich von den Frauen total verarscht. Fühlen wir uns nicht alle von den Frauen total verarscht? Letztendlich. Ja, in einer Hinsicht schon. Erzähl mal, was bei dir los ist. Jo, und zwar, ich bin jetzt seit dem 12. Oktober wieder solo. Ja. Und versuche wieder eine neue Partnerin zu finden. Wie lange warst du denn vorher zusammen mit deiner Ex? Da war ich 2,5 Jahre. Da ist auch ein Kind rausgegangen, was jetzt 1,5 ist. Ja. Was ich jetzt ja auch denken tue, dass ich das Kind Freitag bekomme, meine Tochter. Also ihr regelt das so, dass du es mal kriegst und dann mal die Mutter? Das wurde so vorher geregelt, okay. Aber es geht vors Gericht. Ich möchte die Kleine ganz und gar haben. Ach so. Aus gewissen Gründen. Okay, aber da reden wir jetzt nicht drüber weiter. Das Hauptthema ist... Da jetzt nicht weiter drüber reden. Ja. Und zwar habe ich jetzt seit diesem 12. Oktober schon einige Frauen kennengelernt. Mhm. Und ich fühle mich einfach nur von den Frauen verarscht. Warum? Weil ich von vornherein gesagt habe, ich möchte eine feste Beziehung haben. Mhm. Und halt auch, dass wenn ich meine Tochter bekommen sollte, dass auch die Frau, denn, mit der ich eine Beziehung eingehen tue, auch für meine Tochter da ist. Ist klar. Das schreckt natürlich einige Frauen ab. Das schreckt einige Frauen ab. Wie waren denn die Reaktionen der Frauen, wenn du das so offen... Ist ja, ich finde es schon mal gut, dass du alles gerade gleich so offen sagst. Wie haben die darauf reagiert? Ja, wie haben die darauf reagiert? Ja, die haben zum Anfang gesagt, die kommen mit Kindern gut klar alles. Mhm. Die eine hat zwar schon 2 Kinder, die sozusagen was von mir möchte, aber ich da unschlüssig bin. Ja. Und einige sozusagen bin ich mir da auch komplett unsicher. Die haben zwar gesagt, die kommen mit klar. Ja. Aber mit 25, 24 so möchte ich sagen und einfach zu jung. Ja. Wie viel hast du denn jetzt in der Zeit kennengelernt schon? Also ehrlich gesagt 6. Ist aber eine ganze Menge. Ja, weil ich krampfhaft versuchen tue, da jemanden zu finden. Bist aber ein heftiger Baggerer, du. Wie bitte? Bist aber ein heftiger Baggerer. Oh nee, kann man nicht so sagen. Nee, aber die fliegen dir ja nicht ins Haus, die Mädels. Du gehst ja ran an die. Ja, das passiert auch so durch andere, die eine Freundin mitbringen und. Ja. So, jetzt will ich immer was sagen, Dirk. Du bist bist du seit 12.10. solo. Jawohl. Ich finde, das ist noch eine verdammt kurze Zeit. Und wenn du bisher schon mit 6 Frauen Kontakt hattest, was ich sehr viel finde, die in die nähere Auswahl kommen, finde ich irre viel. Dann ist ja auch schon mit 2 was Intensives gelaufen. So, also ist es ja alles wunderbar letztendlich. Manche Menschen warten Monate oder gar Jahre nach einer Beziehung, bis irgendwas vielleicht wieder Annäherndes so vors Visier kommt. Da musst du jetzt mal ein bisschen geduldiger sein. Und dein Fall ist ja schon ein Sonderfall, klar. Traurigerweise reagieren da manche Frauen abweisend, wenn die hören, dass du ein Kind hast. Das ist leider so, es ist so. Aber es gibt auch genügend gute Frauen, die sagen, da kann ich mit umgehen. Da musst du jetzt geduldig sein. Und wenn du noch ein Jahr wartest, dann ist es halt so. Warum muss es denn jetzt alles so schnell gehen? Ja, weil ich ehrlich gesagt habe, dass Alleinsein da absolut nicht drauf steht. Na klar, wer steht da schon drauf? Aber du kannst es ja nicht auf Biegen und Brechen alles erzwingen. Da muss man nicht. Und deswegen spiele ich ja gleich mit offenen Karten. Ja, deswegen würde ich sagen, mach das mal alles genauso weiter wie bisher und sag dir nur ein bisschen mehr Geduld. Wenn das jetzt nicht im Januar passiert, dann passiert es vielleicht im April oder es passiert erst im August. Und dann ist es auch okay. Ja, das schon. Nur eben halt, da ich auch noch arbeiten gehe. Ja. Und zwar momentan krankgeschrieben bin. Ja. Nicht? Und da ich wirklich eine feste Beziehung haben möchte und auch jemanden haben möchte, der für meine Tochter dann halt da ist,
Gut, und sich auch drum kümmert. Klar, ich verstehe dein Anliegen, aber wie gesagt, das kann man nicht mit Zwang hinkriegen. Da muss Nein, mit Zwang absolut nicht. Also das, was du machen kannst, und das machst du, und das finde ich richtig, du bemühst dich drum, du gehst der Frau zu, du sprichst sie an, du hast schon mit vielen jetzt Kontakt gehabt und du bist von Anfang an ehrlich. Die besten Voraussetzungen. Also im Prinzip mach weiter so und lass dich nicht von den Erlebnissen, wo Frauen einfach negativ reagieren, lass dich da nicht runterziehen. Es gibt solche Frauen, aber das ist so sind nicht alle Frauen. So, das muss man daraus schließen. Ja, ja, das stimmt. Aber was soll man da machen, wenn man sich in einer Frau da sozusagen total verschossen hat und die dann nur auf Sex hinaus ist und nichts weiter? Gut, dann ist es nicht die Richtige für dich. Du hast ja klare Vorstellungen, was du haben möchtest. Ja, genau. Ja? Also am Ball bleiben. Und ich bin sicher, so aktiv wie du bist, wird da schon was bei rumkommen demnächst. Ich hoffe es. Alles Gute. Gut, okay, ciao. Tschüss, tschüss, Dirk. Der oder die Ken. Stimmt das, Ken? Can, aber Ken ist auch in Ordnung. Wie heißt das, Can? Ja. Was ist das für ein Name? Türkisch? Genau, ein türkischer Name. Can. Can. 20 Jahre alt. 20 Jahre alt, das stimmt genau. Hi. Hallo. Um was geht's? Mein Thema ist der Dschungel. Aber nicht nur der Dschungel, sondern mehr die Kritik daran. Ich finde, Deutschland ist schon fast ein kritikbesessenes Land, wo sich das Volk schon beinahe schämen muss, der Ansicht der Kritiker nach, weil es sich unterhalten lässt. Und ich denke, das ist kein Zustand in Deutschland. Das darf nicht so sein. Nur weil es sind 7,5 Millionen, glaube ich, Zuschauer, die da jeden Abend zusehen. Ja, wahnsinnig viel. Ja, und über 50% Marktanteil bei der Zielgruppe, also der 14- bis 49-Jährigen. Ja. Und das sind nur die Fakten, aber es ist ja auch Emotionen und alles. Wollen die Menschen so viel Schrott? Offensichtlich ja. Ich finde nicht, dass das Schrott ist, ganz ehrlich. Also, findest du es gut? Ich finde es gut und ich verstehe die Kritik nicht. Alles wird kritisiert. Ob es damals Big Brother war oder ob es Superstar, Deutschland war, sucht den Superstar war. Ist das? Ja, nee, ich wollte fragen, du findest es gut. Was findest du gut daran? Wir reden über diese Sendung. Ich bin ein Star, holt mich heraus. Ne? Darüber reden wir. Genau, darüber reden. Ich finde zum Beispiel gut, dass ein Daniel Kühlwöcks, der Hassmensch der Nation, zum Sündenbock mutierte und letztendlich der Held der Nation ist. Mit so einer großen Sympathie, glaube ich, hätte keiner gerechnet für Daniel Kühlwöcks. Wahrscheinlich wird er gewinnen, ne? Vermutlich. Ich hoffe es. Ja. Ganz ehrlich, ich war noch nie Daniel Kühlwöcks-Fan und nichts gegen Schwule oder was weiß ich was, ich bin es aber nicht und bin trotzdem mittlerweile ein Fan von ihm, weil ich denke, dieser Junge, der ist 18 Jahre alt, der kann sich da durchsetzen und für sein Alter, man muss das wirklich mal bedenken, die sind in so einem Dschungel mit 30 Kameras, die haben sich das zwar selber ausgesucht, aber der macht das genial einfach. Er hat es geschafft, bis hin, ob man ihn hasst oder ob man ihn liebt. Er ist wie ein Magnet, er zieht die Leute an. Also für dich ist es Unterhaltung, gute Unterhaltung? Für mich ist das gute Unterhaltung und ich denke, Deutschland hat ein großes Problem damit, seine Unterhaltung zu schätzen und das Daniel Kühlwöcks zum Beispiel ist ein Entertainer, finde ich, und man kann es nicht schätzen. Hätte Madonna in den 80ern nicht in Amerika, sondern versucht, in Deutschland Erfolg zu haben zum Beispiel, weiß ich nicht, ob sie jetzt in Berlin in der Echo-Verleihung wäre oder in Hamburg auf der Reeperbahn. Die Kritik ist vernichtend in Deutschland. Die Kritik ist vernichtend, da hast du recht, aber Deutschland weiß es nicht zu schätzen, ist ja insofern nicht logisch, sondern Deutschland weiß es ja zu schätzen, weil Deutschland guckt es sich an. Ja, du hast recht. Ne, du kritisierst jetzt nur so die Kritikerriege, ne? Genau, die Kritiker kritisiere ich. Nicht die Menschen, ich weiß, verstehen Leute. Ja. Ich finde die Kritik einfach nicht gut. Und besonders die der seriösen Medien. Ja. Das ist für mich scheinheilig. Die reden am meisten darüber, die seriösen Medien, sprich Stern, Spiegel, auch die jeweiligen TV-Sendungen dazu. Aber bauschen auf, lästern darüber und kritisieren es bis zum geht nicht mehr, aber sind eigentlich diejenigen, die überhaupt dieses Streitthema verursachen, die Nation spalten und natürlich muss über alles berichtet werden. Es gibt Schwarz und Weiß, alles Mögliche. Aber nicht in diesem Ausmaß. Also ich habe ja vorige Woche schon gesagt, dass ich diese Show grässlich finde und grottig finde. Weil sie nach meinem Geschmack, es ist ein weiterer Mosaikstein in der Medienlandschaft, die zunehmend zur Verdummung der Leute beiträgt. Wenn ich beispielsweise mir die Nachmittagsprogramme in den Privatsendern angucke, möchte ich laufen gehen. Das Niveau sinkt immer mehr. Und ich glaube, dass in diesem Fall, was diese Sendung anbelangt, mich langweilt sie einfach. Ich gucke sie ab und zu, weil ich informiert sein muss. Ich würde sie privat, wenn ich nicht selbst in den Medien arbeiten würde, würde ich sie mir nicht angucken. Das ist auch dein Recht, du brauchst sie auch nicht so. Genau, ganz genau, ja. Aber ich finde, dass so gewisse Sachen einen üblen Effekt haben. Zum Beispiel, dass ein ganz primitiver Voyeurismus geschürt wird. Dem, der nicht gut ist.
Nein, das ist der Ansatz der Kritik, das ist immer die Argumentation von den Kritikern auch, was du auch gerade sagst, dass es dieser Voyeurismus ist, die die Menschen dahin zieht und die Schadenfreude. Aber ich denke, das war vielleicht die ersten 2-3 Sendungen so, aber mittlerweile ist es, denke ich, so, dass nicht die Schadenfreude, sondern guck mal, Daniel schafft es, guck mal, Lisa hat was drauf, die ist ja doch nicht so, die sind ja doch nicht so, guck mal, wir haben uns getäuscht. Ja. Und dass diese Menschen werden auch, finde ich, eher therapiert, weil das sind halt B-Prominente, außer Daniel Kübelberg vielleicht, die werden auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen runtergezogen. Und das schadet denen nicht, finde ich. Nein, denen schadet es überhaupt nichts. Also die sind ja eh ganz arme Würstchen, finde ich. Nein, finde ich überhaupt nicht. Warum sind das arme Würstchen? Das sind arme Würstchen. Die haben mehr Geld als ich zum Beispiel. Das sind insofern arme Würstchen, weil wenn du es als Unterhalter, als Medienmensch nötig hast, dich in so etwas zu begeben, bist du ganz unten angekommen. Das sind alles Leute, die auf diese Art und Weise versuchen, ins Gespräch wiederzukommen oder auch eine Karriere zu machen. Oder es sind Menschen wie Daniel Kübelberg, die es einfach genießen, die Öffentlichkeit und das Gerede. Ich meine, er war es gewohnt von Superstar, er wusste, was auf sich zukommt. Und ich denke, alle diese Kandidaten, die da drin waren, haben sich vorher das amerikanische Original angesehen oder das englische Original, ich weiß es nicht. Und weißt du, ein wirklich Erfolgreicher macht sowas nicht. Es ist zu albern, es ist zu dämlich einfach. Ich möchte noch mal was zu dem Voyeurismus sagen. Da muss man vorsichtig sein. Natürlich ist ganz viel, auch diese Sendung ist in einem bestimmten Maße eine Voyeurismusbefriedigung. Alles, was im Fernsehen... Das ist jede Sendung. Du hast völlig recht. Auch du. Absolut, gebe ich dir recht. Alles, was im Fernsehen passiert. Aber die Frage ist immer, wie man als Macher, mit welchem Verantwortungsbewusstsein man da rangeht. Und ich sage, dass es in diesem Format nur um die reine Kohle, nur um das Ausschlachten von unteren Gefühlsregionen geht. Und da sage ich dann ganz einfach nein, dass man das nicht mit meinem Geschmack und auch mit meinem Verständnis als Medienmensch nicht zu vereinbaren ist. Das ist dein persönlicher Geschmack, aber weißt du, was ich noch glaube? Zum Beispiel die Medienmenschen, du bist ja auch einer. Ja. Da glaube ich zum Beispiel, also nicht dich persönlich jetzt angesprochen, aber ob es jetzt Johannes B. Kerner ist oder Thomas Gottschalk, wenn die da sitzen, und der hat ja auch oft genug in der Zeitung Kritik geäußert über Daniel Kübelberg und ähnliches. Ich glaube, da spielt auch ein bisschen der Neid mit, weil die ganzen, diese richtigen A-Prominenz, Thomas Gottschalk und so, die haben jahrelang dafür gekämpft, dass sie was erreicht haben. Da kommt da ein Daniel Kübelberg mit seinen 17 Jahren, ist innerhalb von 3 Wochen der Megastar, 98% der Bevölkerung kennt ihn. Ja. Und ich glaube, da spielt auch ein bisschen der Neid mit. Und ich finde nicht, dass diese Sendung, ganz ehrlich, ich meine, vor 10 Jahren 100.000 Mark schon, da haben auch schon die Leute ihre Hände in die Spinnen reingepackt und Ulla Kock am Brink hat da rumgeschrien, hat auch keiner was gesagt. Ja. Und ob's jetzt, mir sind lieber 10 Prominente, die wissen, was sie machen, anstatt 10 Leute, 10 Normalos wie Slatko und ähnliche, die sich im Big Brother einsperren und die nicht wissen, was sie machen und die nicht mit den Konsequenzen rechnen können, ganz gut, ehrlich. Also ich mag schon ein ganz überzeugter Anhänger in dieser Sendung. Ich denke, wenn du dir das real nochmal betrachten würdest und versuchen würdest, du bist ja Medienmann, hast du gesagt, und versuchen würdest, das von dir so ein bisschen abzuwenden, dass du Medienmann bist und dass du genau weißt, worum es da geht, weil du bist ja hinter den Kulissen. Wenn du versuchst, das aus der Sicht des Zuschauers zu betrachten und dir das nochmal durch den Kopf gehen... Danke, als Zuschauer, habe ich gerade schon gesagt, würde es mich völlig langweilen. Mich interessiert nicht, wie Costa Cordalis oder Frau Beil oder wie sie auch heißen, sich in einer relativ künstlichen Situation verhalten. Das geht mir völlig, völlig am Ohr vorbei, wirklich. Es geht mir nicht um Costa Cordalis. Costa Cordalis ist für mich ganz unwichtig. Aber es hätte auch zum Beispiel, was weiß ich, es irgendein Prominenter sein können. Es geht gar nicht um den Prominenten an sich eigentlich. Doch, es geht schon um den am Prominenten. Am Anfang war es so. Das Konzept ist ja, dass da eben Leute sitzen, die man irgendwie kennt. Ja, insofern geht es schon darum. Es geht einfach, dass man die Schadenfreude hat, dass man sieht, wie jemand vielleicht fertig gemacht wird, wie jemand etwas nicht schafft, wie jemand sich ekelt und so weiter. Das war am Anfang so. Mittlerweile fiebert man mit und will, dass die Leute schaffen und dass sie es beweisen können. Ich finde, ein wichtiges Argument finde ich auch noch, dass es auch eine Vorbildfunktion hat. Und ich glaube, dass viele Dinge, die da gemacht werden, auch in den normalen Alltag überfließen und viele Jugendliche auch sagen, na gut, die machen das, dann können wir auch so komische Spielchen machen. Und ich möchte nicht wissen, was unter Umständen da rauskommt und was vielleicht auch für einen Schaden bei Menschen entsteht, wenn sie es dann auch machen bei jungen Leuten. So, Vorbildfunktion ist ein gutes Stichwort, was du gesagt hast, weil du hast ja vorhin die Nachmittags Daily Talks angesprochen. Ja, die werden um 14, 15, 16 Uhr ausgestrahlt. Ja. Und eine Sendung, die um 22 bzw. 23 Uhr ausgestrahlt wird, also ich meine, ob es jetzt nun Erotik ist, die hart gezeigt wird oder irgendwie, das ist sowieso keine Jugendzeit, wo Jugendliche fernsehen dürfen. Ja, offiziell. Es geht auch nicht nur um Jugendliche. Hast du ja gesagt. Ja, aber es geht generell darum,
das ist ein Vorurteil. Natürlich werden es auch jüngere Leute sehen, ja. Natürlich, ganz klar. Und dann unterstellst du ja der Bevölkerung von Deutschland, dass sie dumm sind, selber nicht unterscheiden können, beziehungsweise der Jugend, was sie machen, was nicht. Also und ich unterstelle schon, dass man gewisse Dinge einfach nicht so ganz normal und ganz einfach im Fernsehen zeigen sollte. Das stimmt schon. Bin ich deiner Meinung eigentlich? Ich erinnere mich beispielsweise daran, vor kurzer Zeit sah ich im Fernsehen bei RTL, ich weiß gar nicht, welche Sendung das war, ein Ausschnitt Amerika, ein Übergang über eine Straße, zufällig gefilmt, ja. wo zwei Frauen über die Straße über den Zebrastreifen gingen. Und der Moderator sagte, es gab Blitzeis und glatte Straßenverhältnisse und so weiter. Und dann sah man, wie ein Auto heranfuhr. Die beiden Frauen gingen auf der Straße. Das Auto konnte aufgrund der Straßenverhältnisse nicht bremsen, obwohl es bremste. Und die beiden Frauen knallten wirklich vorne auf die Motorhaube. Dieses wurde in diesem Sender dreimal hintereinander wiederholt. Und das ist menschenverachtend. Und da sind die Grenzen, wo ich sage, das will ich nicht, dass das so im Fernsehen gezeigt wird. Da ist der Respekt einfach absolut unten. Es geht nur um die Effekthascherei, um den schnellen Thrill irgendwie. Das meinte ich gerade damit. Natürlich, es gibt durchaus Sachen, die man kritisieren sollte, wo ich auch der Meinung bin. Aber ich gerade speziell auf diese Sendung bezogen und auf diese 10 Leute, die da drin waren, finde ich wirklich, dass die Kritik überflüssig ist und gut. Unangebracht. Jetzt haben wir alle Argumente ausgetauscht. Ganz kurz, Domian. Ja. Dich, also ich sehe dich nicht so oft. Ich habe dich nur höchstens, wenn es hochkommt, 20, 30 Mal gesehen. Ja. Ich finde, du machst deinen Job gut. Weiter so und viel Danke. Erfolg. Sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. So, Thomas, 37 Jahre alt. Guten Morgen. 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 Ich wollte über, ja, ganz über Krankheiten sprechen. Ja. Das haben wir gerade so laut und heftig gestritten. Ja, das haben wir jetzt gekriegt. Das haben wir ein ernstes Thema. Ja. Ja. Über Krankheiten. Über deine Krankheit? Nee, von meiner Schwester. Ja. Was hat deine Schwester für eine Krankheit? Die lag 15 Jahre im Wachkoma. 15 Jahre? Ja. 15 Jahre im Wachkoma? Ja. Du sagst, die lag. Ist sie verstorben? Vor anderthalb Jahren. Ja, ich kann sagen, sie ist erlöst worden sozusagen. Das glaube ich auch. 15 Jahre im Wachkoma. Ja. Was war da passiert vor 15 Jahren? Ein Autounfall ist vom Auto angefahren worden. Beschreib mal, was genau Wachkoma bedeutet. Ja, die Leute liegen nur so da. Die sind zwar, der Körper ist da, aber das Gehirn ist kaputt. Ne? Sie hat die Augen auf, ne? Ja, aber man weiß nie, ob sie es mitkriegen. Das ist wie so, ob sie im Glaskasten sind und wollen mit einem sprechen, aber können nicht. Hatte ich das Gefühl, ist mein Eindruck. Er hat sie in einem Pflegeheim gelegen oder zu Hause? Nee, im Pflegeheim. Also hier in Köln im Pflegeheim. Bist du oft hingegangen, hast sie besucht? Ja, also am Anfang war sie ja in der Uniklinik 70 Tage. Also da war sie an Maschinen angeschlossen. Ja. Und dann hat sie selbstständig geatmet und dann haben sie die Maschinen also weggenommen. Ja. Dann lag sie im Pflegeheim, so wie du es gerade geschildert hast, die Augen auf, aber irgendwie völlig abwesend. Ja. Hatte sie Schläuche? Wurde sie künstlich ernährt? Oder wie ja, sie wurde künstlich ernährt und künstlichen Ausgang. Und sie durfte ab und zu im Rollstuhl. Ja. Meine Eltern haben den größten Teil gemacht. Wenn du dann so bei ihr warst, hast du, oder ihr, wenn deine Eltern auch dabei waren, habt ihr den Eindruck gehabt, sie kriegt das mit oder war es völlig unerklärlich, was da in ihr vorging? Also, ich hatte den Eindruck, sie kriegt was mit, aber sie vergisst es wieder. Wenn man so von früher erzählt hat. Ja. Sie war ja ziemlich jung, wie alt war ich da? 23, 22. Ja. Wie alt war sie, als der Unfall passierte? 33. 33. Ja, und war eine harte Zeit. Also ich denke jetzt auch noch oft an sie, aber... An was ist sie dann letztendlich gestorben? Ja, der ganze Körper war kaputt. Also das Herz hat nicht mehr mitgemacht. Der Körper war auch verseucht mit Bakterien, haben die Ärzte gesagt. Ja. Und dann ist sie ja erlöst worden, kann man sagen. Ja. Finde ich, also ist meine Meinung. Ja, also... Man muss sich das mal vorstellen, 15 Jahre im Pflegeheim liegen, im Wachkoma, das ist schon ein Schicksal. Ja. Hast du dich dabei ertappt, dass du schon früher immer gedacht hast, würde sie doch erlöst werden und könnte sie sterben? Ja, ich habe zum lieben Gott gebetet sozusagen, wenn es den gibt, hol sie zu dir. Ja.
Aber dann vergingen Jahre und Jahre und Jahre vergingen. Und dann waren irgendwann 10 Jahre vergangen. Was hast du da gedacht, als die Zeit immer weiter ging und sie konnte nicht sterben? Tja, ich dachte, womit hat sie das verdient? Mhm. Oder die Leute, die allgemein da liegen, wo... Mhm. Wieso tut der liebe Gott, wenn es ihnen gibt, so Menschen was an? Ja. Weil sie lebt ja noch, aber... Und wenn man nur wüsste, was in diesen Menschen vorgeht, kriegen die dieses Elend, dieses Leid mit? Oder sind die so weit weg, dass die gar nichts mehr mitkriegen? Man weiß es ja nicht. Ne? Ja, aber manchmal hat sie auch so gestöhnt. Ich weiß nicht genau, ob sie mitgekriegt hat oder nicht. Das kann man schwer sagen. Mhm. Also ich meine ja. Kamen da solche Gedanken, was man natürlich, wenn man so ein Schicksal in der eigenen Familie miterlebt, solche Gedanken der aktiven Sterbehilfe? Ich habe mal daran gedacht, aber nee, da habe ich doch, das hätte ich nicht über den Tag gebracht. Nein, ich meine jetzt nicht, ob du es hättest sogar tun wollen. Ich meine so der Gedanke, dass man sich überlegt, es wäre doch gut, wenn man ihr vielleicht helfen würde beim Sterben. Ich will es mal so ausdrücken. Ja, aber hier... Nee, so richtig habe ich mir die Gedanken. Nur zum Schluss vielleicht. So zum Schluss lag sie auch auf der Intensivstation und alles. Wie lange hat sie denn so in der Endphase dann noch wirklich noch schlimmer leiden müssen, als sie ohnehin schon gelitten hat? Ja, das war ja auch wieder kompliziert. Die Ärzte wollten sie ja normal sterben lassen, ohne Nahrung. Ja. Und da sind immer meine Eltern dahin und haben sie ins Krankenhaus gebracht. Weil da war es ganz kompliziert zu erklären. Und wurde dann im Krankenhaus künstlich ernährt? Ja, die haben gesagt, man kann so einen Menschen doch nicht einfach die Nahrung abstellen. Mhm. Und dann wobei man natürlich dann überlegt, warum nicht? Ja, aber ich weiß auch nicht. Also wie soll ich das jetzt ausdrücken? Das ist ja noch mehr krepieren, sage ich mal. Ja. Und sie haben ja auch keine Flüssigkeit mehr gegeben. Die war ja ausgetrocknet, die Frau. Und die Ärzte haben gesagt, so kann man das nicht machen. Gut, die Ärzte wollen Leben erhalten, aber dann war sie auf der Intensivstation, da war ich dann auch 5 Minuten. Aber dann hörte das Herz immer manchmal aufzuschlagen und dann habe ich schon immer ausgehalten, dann musste ich da raus. Und dann haben sie sie auf normale Station gelegt und morgens früh riefen dann meine Eltern ein, sie wäre dann also verstorben. Ja. Da war ich erst traurig, aber einerseits... Wie so ein Stein, der vom Herzen fällt. Ja. Auf der Beerdigung. Ja. Was war das für eine Beerdigung? Ach, die war. Wie soll man sagen? Wie ist eine Beerdigung? Also ich glaube, das ist doch sicher ein ganz großer Unterschied, als wenn jemand so aus dem Leben gerissen wird oder plötzlich verstirbt. Ja. Oder jemand wie jetzt in deinem Fall, für den der Tod eine große Erlösung darstellt. Ist die Beerdigung dann weniger traurig? Für mich eigentlich, im ersten Moment ist man froh, dass er erlöst worden ist. Mhm. Aber wenn der Zeitpunkt kommt, dann kann man nichts dagegen machen. Ja. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man dann gerade während einer solchen Beerdigung auch nochmal nachdenkt und innehält. Und dann man vielleicht deshalb traurig wird, dass sie hat so leiden müssen so lange. Ja, vielleicht kommt dann auch alles dazu. Nur das Schlimmste ist dann noch, bei der Beerdigung, ihre Lieblingslieder haben die dann gespielt auf der Orgel. Da kommt dann... Ja, was waren das für Lieder? Ja, sie ist ja groß geworden mit Bee Gees. Ja. Birds, glaube ich. Mhm. Und dann ein Kölsches Lied, Niemals geht man so ganz. Mhm. Und dann noch von dem Blackfist, Bye Bye My Love oder so. Mhm. Und wenn man das dann hört, dann boah. Ja, das ist natürlich ganz schlimm. Ja. Ja. Hast du so in den letzten Jahren, wenn du sie besucht hast und alleine bei ihr warst, hast du ihr Sachen erzählt, einfach so, was so passiert ist in deinem Leben, oder nur geschwiegen, wenn du am Bett saßt? Ja, am Anfang habe ich von früher erzählt. Ich habe sie oft besucht, weil sie war ja etwas älter wie ich. Ja. Und dann habe ich sie öfters besucht und habe ich gesagt, Mann, was war das früher schön, wo ich dich besucht habe und so. Und dann habe ich auch erzählt von meinem Leben. Sie hat ja meine Hochzeit mitgekriegt. Ja. Sie hat ja auch noch 2 Kinder, große Kinder. Ach so. Ja. Die auch oft zu Besuch kamen? Nein. Nein? Nee. Warum nicht? Ja, weil der Mann wollte das damals nicht. Wie alt waren die Kinder, als das passiert ist? 6 und 7. Ach so, und die Kinder sind nie in das Pflegeheim gegangen? Nein, 10 Jahre nicht. Ach. Und dann, aber dann sind sie gegangen? Ja, dadurch Zufall. Meine Mutter hat dann den... Also der Mann hat sich gar nicht um die Frau gekümmert.
10 Jahre, gar nicht. Kannst du das denn verstehen, dass die Kinder dann auch nicht dorthin gehen sollten und durften? Ja, die wussten das ja gar nicht so genau. Ach so. Der Vater wollte dann nicht darüber sprechen. Hm. Aber jetzt haben wir seit 7 Jahren wieder sehr guten Kontakt zu denen. Ja, und die Kinder waren dann zum Schluss auch, haben sie schon besucht, als sie... Ja, sie haben ja zweimal die Mutter verloren. Also wo sie klein waren. Natürlich, ja, du hast recht, ja. Und wie wir dann, wie sie bei uns wieder in der Familie waren, haben wir sie wieder langsam da rangeführt und dann nach 2 Jahren ist dann die Mutter verstorben. Sag mal, Thomas, ich habe gerade das schon angesprochen mit der Sterbehilfe. Ja. Du hast es nun so mitbekommen. 15 Jahre lang lag die Schwester im Wachkoma. Ja. Denkst du da über dein eigenes Leben auch nach? Ja. Nach dem Motto, wenn mir mal sowas passieren würde, was sollen die dann mit mir machen? Eigentlich nicht. Also ich habe im Leben viele Krankheiten erlebt. Also ich komme gar nicht zum Denken darüber. Mhm. Weil ich sag mal, mein ganzes Leben besteht aus Krankheiten. Jetzt haben wir ausgiebig über deine Schwester gesprochen. Nee, ja, aber es gibt noch mehr. Aber das wird jetzt die Sendung sprengen. Ja. Das Hauptthema ist meine Schwester, aber ich könnte ein Buch über Krankheiten schreiben. Ja. Weil in der Zeit war meine Frau auch schwer krank. Ja. Da ging es auch um Leben und Tod. Ja. Und dann war mein Körper, hat sich von mir verabschiedet. Da musste ich mir psychologische Hilfe suchen. Ja. Das habe ich alles hinter mir. Jetzt hast du heute angerufen und wir haben über deine Schwester gesprochen, obwohl sie nun auch schon ein paar Jahre tot ist. Ja. Das zeigt mir, dass diese Zeit, was ja auch verständlich ist, noch sehr in dir lebt. Ja, das kommt immer. Mhm. Also ich kann manchmal auch nicht so Sendungen sehen, wie wenn jetzt so Serien sind, so aus dem Wachkoma oder so, dann kriege ich direkt Gänsehaut. Ja, ja. Außer eine Sache fand ich schön, da gibt es eine junge Frau mit einem jungen Mann, der war auch im Wachkoma und die hat ihn 2 Jahre betreut und der junge Mann kann wieder sprechen und alles. Ja, das sind Wunder, wenn das dann passiert. Ja, da denke ich manchmal auch dran. Da werde ich, ist kein Neid, aber denkt man, Mensch. Ja. Wäre es doch bei uns auch so passiert. Ja, aber das Leben ist manchmal leider so. Was ich gerade noch fragen wollte, wenn du bei ihr warst und hast mit ihr gesprochen, hast du sie angefasst, auch hast du sie gestreichelt? Ja. Hast du den Eindruck gehabt, dass sie das merkt, wenn du sie anfasst? Ja, sie hat schon das für sie, Gesicht verzogen, so, also. Dass ihr das gefällt? Ja. Mhm. Sie hat auch manchmal gelacht, wenn so Musik kam und so. Mhm. Aber das hatte ich wieder vergessen. Aber wie geheimnisvoll, ne? Man weiß überhaupt gar nicht, was in diesem Kopf, in dem Gehirn vorgegangen ist. Nur ich muss jetzt noch dabei sagen, ich wohne hier in Köln, in der Nähe vom Friedhof und habe 100 Meter zu meiner Schwester. Mhm. Ich gehe eher jetzt zum Friedhof als wieder in dieses Heim. Mhm. Wie oft warst du damals im Heim? Ja, ein-, zweimal im Monat und zum Schluss öfters. Aber hier zum Friedhof, da brauche ich nur einmal über die Straße und dann stelle ich da mal Blümchen und meinen Gedanken spreche ich dann mit ihr. Es ist gut, dass sie erlöst worden ist. Ja, so können wir sagen. Ne? Ja. Ja. Lieber Thomas, ja. Ich wünsche dir alles Gute und du hast die Andeutung ja gemacht, dass du auch krank bist und auch Probleme hast. Ja, die Krankheit habe ich überwunden, Gott sei Dank. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und wünsche dir vor allen Dingen Gesundheit von Herzen. Klar. Danke, auf ciao. Wiederhören. Der Nils ist hier. Nils ist 25 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Nils. Julian. Guten Abend. Ja, Nils. Ja. Über was reden wir beide? Ich rufe an, weil ich angeblich unter einer Herzphobie leide. Eine Herzphobie? Ja. Was ist das? Wenn dir Phobie was sagt, das sind Ängste, die man hat. Bei mir ist es ziemlich herzbezogen. Die Sache ist, dass ich 25 Jahre alt bin und normalerweise in meinem Alter Herzinfarkte äußerst selten sind. Ich verstehe. Wenn ich Angst empfinde, denke ich eben, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich verstehe. Das nennt man Herzphobie. Du hast dein Herz untersuchen lassen schon? Ich bin mittlerweile, oder bis vor einem halben Jahr war ich 3-4 Mal die Woche in der Ersten Hilfe, weil ich eben dachte, ich gehe gleich drauf, sag ich mal so. Ja. Da wurde mir jedes Mal gesagt, das ist alles in Ordnung, machen Sie sich keine Sorgen, gehen Sie mal nach Hause, schlafen Sie. Ja. Und jedes Mal, wenn diese Zustände wieder auftraten, bin ich eben wieder ins Krankenhaus gegangen. Wie oft gibt es wie lange gibt es diese Herzphobie schon? Das geht seit einem Jahr so. Ja. Hast du dich denn im Laufe dieses Jahres mal bei einem Herzspezialisten untersuchen lassen? Ja, ich wohne in Berlin
Und ich war hier im, das heißt Klinikum Steglitz, und es ist wohl eine Herzstation, die, wo viele Leute aus aller Welt oder aus ganz Deutschland hinkommen. Und da wurde ich durchgecheckt von oben bis unten. Es ging bis zu einer Herzkatheteruntersuchung. So weit sogar? Ja. Was ja schon ein erheblicher Eingriff ist. Ja. Das heißt, ja, das müssen wir erklären, da geht man mit einer Sonde in den Körper, meistens durch die Leiste. Und dann geht man hoch und guckt sich von innen das Herz an, ob das in Ordnung ist. So, genau. Und dabei kam raus, dass das Herz völlig in Ordnung ist. Dass das Herz völlig in Ordnung ist, bloß ich sage, dass es seitdem schlimmer geworden ist eher. Und aber das war vor einem halben Jahr, dass ich eben auch wieder in der ersten Hilfe war. Und die kennen mich da schon alle, muss ich sagen. Lass mich mal fragen. Also, soweit ich informiert bin, ist diese Herzkatheteruntersuchung eines der effektivsten Diagnosemethoden beim Herzen. Danach gab es auch keine Erleichterung, dass du... Nein, überhaupt nicht. Nein, es wurde eher schlimmer. Aber Nils, dann ist das doch ganz eindeutig ein psychologisches Problem. Das hat mir auch der eine oder andere gesagt, dass ich habe es bisher immer abgestritten. Ich bin. Aber was willst du denn noch? Du bist körperlich kerngesund. Dein Herz das ist. Das haben wir bisher alle bescheinigt. So, aber dennoch hast du, das glaube ich dir sehr. Ich glaube es dir wirklich, dass du diese Herzbeschwerden hast. Du hast Herzrasen oder sowas wahrscheinlich auch. Es wurde im EKG festgestellt, dass ich, das heißt wohl Extrasystolen, also praktisch ein extra Herzschlag mittendrin, das habe ich wohl. Mhm. Das heißt, dass es völlig gesund sei oder normal ist. Ja. Beim einen ist es mehr oder weniger. Ja. So, aber dennoch ist die Angst da. Das Herz macht sich manchmal ein bisschen bemerkbar, aber die Angst ist da. Was glaubst du denn, was es anders sein soll als ein seelisches Problem? Es ist ein seelisches Problem. Ja, du sagst es jetzt so. Ja, ich sage es ganz einfach, weil es ist so einfach, dass man auch nur psychologisch lösen kann. Da ist irgendeine Verknotung in deinem Kopf. Ich sag dazu auch, dass ich die Sachen so ziemlich einfach mal schilder, auch den Ärzten gegenüber, aber dass mich das einfach dermaßen belastet, dass ich eben nächtelang nicht schlafe, weil ich Angst habe, aufzuwachen am nächsten, oder nicht mehr aufzuwachen am nächsten Tag. Glaube ich. Und ich habe Angst, einfach tot umzukippen und mich findet keiner. Völlig klar. So doof, wie das klingt. Nee, es klingt nicht. Nein, ich mache mich darüber nicht lustig. Ich nehme das absolut ernst und glaube dir auch deine Angst und bin auch hundertprozentig sicher, dass das alles so ist und dass du dir das nicht einbildest. Das will ich damit nicht sagen. Nein, auf keinen Fall. Nein. Aber du hast ja den einen richtigen Schritt unternommen. Du hast deinen Körper, sprich dein Herz, vollkommen durchprüfen lassen. Das alles geklärt. Ne? Die Aussage ist richtig, das Herz ist gesund. So, der nächste Schritt ist jetzt, sich die Frage zu stellen, es ist da, woran liegt es? Ne? Und da ist jetzt für mich als Außenstehender, auch als Laie, das ist ja eine Frage des gesunden Menschenverstandes, liegt es ja auf der Hand, dass da ein seelisches Problem vorliegt und du nicht als nächstes in eine Ambulanz musst, sondern dass du zu einem Psychologen musst und möglichst in eine Therapie musst. Ja, aber ich denke immer, dass die Leute mich nicht ernst nehmen, gerade weil sie mich schon kennen in dem Krankenhaus. Warte mal, dann komme ich an und, ach, hallo Herr Nölke, mach mal wieder EKG, hallo. Und ich sitze dann da und fühle mich gar nicht ernst. Nee, jetzt, wir reden da gar nicht mehr über das Krankenhaus. Du sollst auch kein EKG machen, du sollst zu einem Psychologen und der sitzt nicht in diesem Krankenhaus. Du sollst zu einem Psychologen, der sich mit deiner Seele, mit deinem Geist beschäftigt und nicht mit deinem Körper. Warum bist du da jetzt so skeptisch und so zurückhaltend? Weil ich eben das Körperliche, oder ich denke eben in dem Moment, wo ich diese Angst verspüre, und es ist eine Angst, ich habe schon so einiges, ich habe meinen Armbruch gehabt oder die Kniescheibe ist rausgerutscht, aber das ist eine Panik, die mich überfällt, wo ich nicht sehen kann, wie das, ich fühle es in dem Moment und ich habe mich mit dem bisher nie beschäftigt. So, das ist vielleicht auch das Problem, dass du dich mit dem gar nicht richtig beschäftigt hast. Du sollst ja auch nicht in der akuten Situation zum Psychologen rennen. Du sollst permanent, möglichst schnell, jede Woche einen oder vielleicht sogar mehrere Termine bei einem Psychologen haben, damit das besprochen wird, erarbeitet wird, was da los ist in dir. Das weißt du gar nicht. Das ist irgendwas in deinem Unterbewusstsein, was da nicht in Ordnung ist.
Du musst, versuch doch mal diesen Weg zu gehen. Du hast doch gar nichts zu verlieren. Du hast mich hier jetzt angerufen. Wir reden. Ja. So, das ist dafür, ist auch schon ein Zeichen, dass du einfach suchst nach Lösungen. So, die Lösung ist nicht, körperlich kann man das nicht lösen, das Problem, weil der Körper gesund ist. Also müssen wir seelisch lösen. Also musst du zu einem Psychologen gehen. So, und dann geh doch da erstmal hin. Lass das doch mal auf dich zukommen. Mal sehen, was rauskommt. Wenn es nichts bringt, egal, dann gehst du halt wieder. Du hast überhaupt gar nichts zu verlieren, wenn du diesen Schritt unternimmst. Das haben mir auch schon viele andere gesagt. Ich sag mal so, ich denke mittlerweile irgendwie, dass es gerade das Problem sein kann, dass es wahrscheinlich einfacher ist, irgendwie eine körperliche Ursache für seine Probleme zu finden, ja, als eine psychische. Ja. Also, ja. Und in meinem Leben ist eine ganze Menge passiert, deswegen denke ich mal, mittlerweile, ich bin so zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich, gut, die sagen mir das alle, vielleicht hat der eine oder andere recht. Mhm. Auf der anderen Seite sage ich, es ist ja einfacher, so pauschal gesagt, ein gebrochenes Bein zu haben. Mhm. Gut, dann stehst du vor der Frage, dann nimm es hin und nimm deine Angst hin, die dir sehr zu schaffen macht. Leide unter deiner Angst, leide darunter, dass du morgens nicht mehr aufwachst. Oder entscheide dich dazu, dir selbst zu helfen, indem du den Schritt in eine psychologische Richtung gehst. Ich möchte gern das Gespräch hier jetzt an der Stelle abbrechen und möchte gern, dass du gleich mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte sprichst. Na komm, da kann aber jetzt nichts passieren. Ja, okay. Na, also Nils, wenn du das jetzt nicht machst, dann ist es wirklich eine schwache Sache. Okay. Es ist am Telefon. Du kannst ja, es kann ja gar nichts, es kann dir gar nichts passieren. Und wenn es nichts bringt, bringt es nichts. Vielleicht, meine Psychologin heißt Elke. Ja. Und wenn dir die Elke nur ein paar Adressen in Berlin gibt, in deiner Umgebung, wo du hingehen könntest, dann kannst du es immer noch frei entscheiden. Okay. Mach's mal, versuch's mal. Okay. Okay, leg auf. Elke, darf ich noch einen Satz sagen, bitte? Domian? Ja. Ja. Ich denke, du kannst dir einiges darauf einbilden, dass so viele Leute, die dich anrufen, dir ihre Probleme schildern. Dankeschön. Das finde ich doch gut ab. Dankeschön. Da kannst du dir wirklich auf die Schulter klopfen. Sehr nett von dir. Ja? Und schöne Grüße nach Berlin. Danke. Tschüss, Nils. Wir rufen gleich an, ne? Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Marion, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Marion. Schön, dass ich mit dir sprechen kann. Was ist denn dein Thema? Ja, mein Thema. Und zwar, ich finde meinen Körper sehr, sehr grausam. Ach. Ja, absolut. Und zwar ist das durch die Schwangerschaft gekommen von meinem Sohn. Und ich hatte davor eine ganz normale Figur gehabt. Mhm. Und fing halt damit an, dass ich in der Schwangerschaft Schwangerschaftsstreifen gekriegt habe. Mhm. Über den ganzen Bauch und an der Brust. Und da habe ich also schon sehr drunter gelitten. Mhm. Ja, und dann war meine Ehe halt sehr schlecht. Ich war 7 Jahre verheiratet und habe dann angefangen, eine Essstörung zu bekommen, habe dann sehr viel gegessen. Ja, und habe dann ein Gewicht im Endeffekt von 125 Kilo gehabt, hatte vor der Schwangerschaft 55 Kilo gehabt. Oh, das ist aber ein Unterschied. Du, ja, und ich habe also auch immer so auf meine Figur geachtet, habe also sehr viel Sport früher gemacht. Und jetzt? Wie viel wiegst du im Moment? Ja, ich habe also nach der Scheidung, die war 95, habe ich abgenommen rapide und wiege also jetzt so um die 75, 77 Kilo. Bei einer Größe? Von 1,75. Ja. Und so gesehen, eigentlich bin ich mit meinem Gewicht so zufrieden. Mhm. Das Problem ist einfach nur bei mir, also ich habe so eine richtige, das nennt man so eine Fettschürze, weil die Haut halt hängt am Bauch. Ja. Und meine Brust, die ist also sehr groß geworden, wo ich zugenommen habe. Was macht dir am meisten zu schaffen am Körper? Am meisten macht mir mein Bauch und meine Brust halt zu schaffen. Ne? Das ist einfach so zu schaffen? Ich komprimiere das Gespräch gerade mal ein bisschen, weil ich gucke auf die Uhr, wir haben nicht mehr so lange Zeit. Ich möchte gerne noch ein paar die wichtigsten Sachen mit dir besprechen. So, dass das wirklich für dich sehr, sehr, sehr auf Kosten der Lebensqualität geht. Ja, absolut. Absolut. Das fängt also bei der Sexualität an und es wird also... Also du kannst dich im Klartext überhaupt nicht mehr sehen im Spiel. Nein, nein. Also ich liebe es, in die Sauna zu gehen, ich tue es nicht mehr. Mhm. Sexuell läuft das so ab, dass ich also wirklich das Licht ausmache oder meinen Körper verstecke, mich nicht zeige und... Hast du über schönheitschirurgische Eingriffe nachgedacht? Ja, und ich stehe also auch davor und überlege mir, ob ich das mache. Ne? Mhm. Weil das Problem ist einfach, ich kann es ja selber nicht regeln.
machen, dass das wieder... Nein, du kannst das, du, durch Sport oder so kriegt man das nicht weg. Genau, nein, ich mache auch intensiv Sport, also habe die ganze Zeit, wo ich abgenommen habe, Sport gemacht. Ja. Aber die Haut, die hängt halt, ich kann es nicht ändern. Ne? Also meine Meinung, die ich zu diesem Thema schon sehr oft gesagt habe, ist, ich finde, wenn ein Mensch, eine Frau, ein Mann, ist ja egal, unter irgendeinem Körpermakel wirklich gravierend leidet, sodass man im Prinzip nur noch das im Kopf hat, finde ich einen chirurgischen Eingriff absolut vertretbar. Mhm. Absolut. Es ist nur eine Frage, dass man gut recherchiert, dass man an einen guten Chirurgen kommt. Es gibt ja viele, viele Sachen, die da auch schief laufen. Mhm. Aber generell finde ich das völlig nachvollziehbar. Ich habe einige Frauen kennengelernt, die das gemacht haben und die sich hinterher so wohlfühlen. Die sagen, Mensch, ich bin ein anderer Mensch. Ich bin jahrelang am Überlegen, ne? Ob ich das mache oder nicht. Ne? Weil man sagt immer so zu mir, ja Marion, du siehst eigentlich ganz toll aus. Ja, und so, die anderen Leute sagen oft, man sieht toll aus, aber darauf kommt es gar nicht so an. Es kommt darauf an, wie man sich selbst empfindet. Ne? Und wenn man selbst so sehr an sich leidet, ist das, glaube ich, Grund genug, auch so, über so einen Schritt ernsthaft zumindest nachzudenken. Also wenn ich vorm Spiegel stehe, dann könnte ich schreien. Ne? Ja, das ist eigentlich eine heftige Aussage. Und auch in der Sexualität. Also ich liebe Sex, aber ich kann es halt auch nicht so machen, wie ich das möchte. Ne? Jetzt legst du auf und wir rufen gleich nochmal an. Ja, okay. So machen wir es. Ne? Tschüss, Mario. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Malte Imels und Volker Thake. Morgen 1 Uhr, wie immer, Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Auch mit der freien Themennacht. Und ihr könnt mailen unter domian@wdr.de oder um 0 Uhr schon anrufen. Gute Nacht, schöne Nacht. Ciao. Uhr. Rundfunk Berlin-Brandenburg. Nachrichten. Führende CDU-Politiker sind dem Eindruck entgegengetreten, wonach die Union eine große Steuerreform in diesem Jahr nicht mehr für möglich hält. Der CDU-Finanzexperte Merz sagte, man sei spätestens am 8. März zu Gesprächen mit der Regierung bereit. Bis dahin wollen sich die Präsidien der Unionsparteien auf ein gemeinsames Steuerkonzept geeinigt haben. Der thüringische Ministerpräsident Althaus mahnte, man brauche eine große Steuerreform auf der Grundlage des Merz-Konzepts. Dagegen hatte sich die CDU-Vorsitzende Merkel am Wochenende skeptisch gezeigt und erklärt, sie halte eine grundlegende Steuerreform in diesem Jahr für wenig wahrscheinlich. Inzwischen relativierte sie ihre Aussagen, betonte aber, dass die Regierung tätig werden müsse. Der Chef der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit, Gerster, gerät immer mehr unter Druck. Die Bild-Zeitung berichtet in ihrer heutigen Ausgabe von neuen Unregelmäßigkeiten in der Behörde.